Jo Leute, Siden hier am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video und damit zu meiner Review von dem neuesten Kapitel. Wir sind am Start mit Chapter 73. Es ist wieder Zeit. Wir sprechen über den Boruto-Manga und tatsächlich haben wir diesen Monat ein nicht so spannendes Kapitel. Auch die Tage vorher, wo Spoiler rauskommen sollten und so weiter, kam nicht wirklich was. Es gab auch keinen Spoiler-Talk zu diesem Chapter, weil es so gut wie gar nichts zu sagen gibt. Dieses Kapitel ist sehr ruhig, ziemlich Slice of Life mäßig, also es wird viel besprochen, eher so die Ruhe vorm Sturm und ich finde das als Ausnahme auch in Ordnung, wenn wir so ein Kapitel bekommen, was nicht viel zur Story beiträgt, aber meiner Meinung nach ist mir das auf einer monatlichen Ebene definitiv zu wenig und ich habe hier mehr erwartet, von daher bin ich heute nicht sehr im Hype, was Boruto betrifft, aber ich denke, das wird nächsten Monat dann wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Ansonsten gehen wir natürlich jetzt rein ins Geschehen. Ich denke, wir kommen heute ziemlich schnell durch. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Boruto oder Naruto verpassen wollt. Und an dieser Stelle kann es losgehen mit dem Kapitel und meiner langweiligen Review. Das Kapitel startet hier mit Team 7 und die begeben sich zu Shikamaru, um den Inhalt ihrer nächsten Mission kennenzulernen. Und im Grunde muss ich wirklich sagen, habe ich hier mit was anderem gerechnet. Ich glaube, ich habe in der letzten Review schon darüber gesprochen, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie hier den Amado-Squad abholen, dass sie eine Escort-Mission bekommen, dass sie Ada, Daimon und Amado sicher nach Konoha bringen. Und möglicherweise hätte man da auch dann den Plot gehabt, dass Code in der Zwischenzeit, während die das dann übernehmen, Konoha angreift und zum Zeitpunkt des Angriffs wäre Team 7 vielleicht gar nicht innerhalb des Dorfes gewesen, was krass gewesen wäre in Bezug auf letztes Chapter, wo Boruto zu Hinata meinte, dass er auf jeden Fall jedes Mal wieder nach Hause kommen würde. Nein, wir bekommen gar nichts in dieser Richtung. Dieses Kapitel ist im Grunde Recap und das finde ich wirklich so eine bodenlose Frechheit auf monatlicher Manga-Ebene, dass wir ein Chapter bekommen, wo Shikamaru den hier Anwesenden erklärt oder nochmal zusammenfasst, was die letzten drei Kapitel passiert ist. Das brauche ich nicht. Was ist das? Vor zwei Monaten hatten wir eine Pause vom Manga sogar, da ist gar kein Chapter gekommen und der Manga sieht schon zeichnerisch nicht so übel krass aus, was ich jetzt nicht heftigst kritisiere, das kann man schon kritisieren, aber er macht das halt alleine, Ikimoto an der Stelle, außer das Skript von Kishimoto, aber so rein storytechnisch, was wir jetzt diesen Monat bekommen, das ist gar nichts. Also das finde ich wirklich eine Frechheit. Natürlich ist das in irgendeiner Art und Weise die gewisse Ruhe vor dem Sturm. Ich denke, dass Code auf jeden Fall die nächsten Kapitel angreifen wird. Aber wie gesagt, wenn das auf einer wöchentlichen Ebene stattgefunden hätte, dann wäre das jetzt hier ein Kapitel, was ich gar nicht so anprangern würde. Aber auf einer monatlichen Ebene ist das eine absolute Frechheit. Das sage ich so, wie es ist. Also da ist es mir sogar fast nicht mal eine Review wert, weil hier nichts Neues passiert. Gar nichts. Also es wird quasi nur nochmal erklärt, was wir bereits alles wissen. Es ist zwar ganz nett, die jeweiligen Interaktionen zu sehen, also wie Kawaki darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass Ada in ihn verliebt ist oder beispielsweise auch wie Sumire dann davon spricht, dass man Ada ja auch verstehen kann, weil sie hat eine Fähigkeit von Amado bekommen, dass sie niemals theoretisch wahre Liebe empfinden kann, weil alles durch diese Fähigkeit eben im Vorhinein schon bestätigt wird, weil alle sich in sie verlieben und durch die Otsutsuki-Körper, die Boruto und Kawaki eben haben, könnte sie rein theoretisch auch wahre Gefühle empfinden können. Das ist eine schöne Sache, ein nettes Detail, was man hier hinzufügt. Ich verstehe beim besten Willen nicht, warum Sarah da auf der Coverpage ist, also Real Talk, die hat gar nichts im Kapitel beizutragen, außer falsche Punkte zu nennen, die Shikamaru hinterher noch berichtigen muss. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hätte gerne ein bisschen was von Code bekommen. Ich hätte gerne irgendwas von anderen Sachen gesehen. Aber nein, hier ist gar nichts derartiges zu sehen. Wir wissen, dass der Amado Squad jetzt im Zug sitzt, auf dem Weg nach Konoha. Wir wissen, dass Code eine Armee jetzt hat. Aber da hat sich jetzt Stand dieses Kapitel nichts weiteres mehr getan. Und die Boruto-Charaktere werden alle über
den aktuellen Stand in Kenntnis gesetzt. Das ist das aktuelle Kapitel. Am Ende des Chapters gibt es nochmal einen kleinen Cliffhanger, denn man sieht Momoshiki an der Seite von Boruto. Kawaki und Sasuke können den beide wahrnehmen. Also natürlich hat man jetzt das Risiko von Momoshiki nicht mehr, dass er sich reinkarnieren kann oder sowas, aber es gibt immer noch das Risiko, dass er die Kontrolle von Boruto übernehmen kann. Also sollte Boruto mal wieder erschöpft sein oder so etwas, dieses Risiko gibt es schon noch. Und Shikamaru sagt auch hier in dem Kapitel, dass man weiterhin in der Situation von Konoha die beiden als Gefahr oder als Bedrohung ansieht und man muss sie zusammen natürlich mit Ada in ein Haus stecken, in eine Art WG oder wie auch immer, sodass man halt gucken kann, dass nichts Schlimmes weiter passiert. Also das, was jetzt quasi auf dem Denkzettel steht, ist aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ada und Kawaki müssen eine nette Beziehung führen. Die müssen jetzt nicht miteinander rummachen oder sowas, das sagt keiner. Aber man muss auf jeden Fall schauen, dass Ada nicht feindlich gegenüber Konoha eingestellt ist und dass das auch so bleibt. Das ist das Ziel und da tut man halt alles für und deswegen sagt Shikamaru, beziehungsweise sagen Shikamaru und Konohamaru, dass Boruto auf Kawaki und Ada aufpassen soll und die drei ab jetzt eben zusammenleben oder koexistieren oder miteinander auskommen müssen, so mäßig. Das ist dieses Kapitel und am Ende hat man da ein bisschen interessanten Plot noch mit Momoshiki. Ich frage mich zwar, warum Sasuke das wahrnehmen kann, weil er keinen Rinnegan mehr hat. Also vielleicht kommt da nochmal irgendwie was. Ich glaube nicht, dass das Rinnegan wiederhergestellt wird. Das denke ich eher nicht. Aber vielleicht hat er einfach so ein Gefühl, so ein leichtes Gefühl einfach. Das könnte sein. Kawaki ist natürlich aufgrund seines Karmas mit dem von Boruto verbunden. Da macht es schon eher Sinn, dass er Momoshiki wahrnehmen kann, auch wenn nur für einen kurzen Moment. Aber ja, das war es im Grunde. Also ich bin wirklich hart enttäuscht von diesem Kapitel. Ich hätte ehrlich mehr erwartet und das war natürlich auch unter anderem ein Grund, warum kein Wort zu den Spoilern genannt wurde, weil es nichts gibt, was du hier in dem Chapter spoilern kannst. Also legit, es gibt gar nichts. Was soll man dazu sagen? Es ist bodenlos, ich finde das eine Frechheit und ich kann nicht mehr sagen, als ich hoffe, das wird nächsten Monat wieder besser aussehen. Damit wäre es das von meiner Seite aus zu diesem recht kurzen Boruto-Kapitel gewesen. Lasst mir gerne eure Meinung zu dem Chapter unten in den Kommentaren da und natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!